Bonjour YouTube und willkommen auf C'est la vie de Flo! Heute, ich zeige einen Wocheneinkauf. Ja, und ich habe es gemacht durch Flaschenpost. Ja, die verkaufen auch Lebensmittel und deswegen haben wir uns entschieden, einen Wocheneinkauf da zu tun. Und wir haben probiert, ein paar Produkte zu kaufen, wo es war ein Sonderpreis oder so. Weil da, wenn die machen einen Sonderpreis, ich muss sagen, die sind sehr stark, sehr gut. Ja, so. Nur kurz zu sagen, ich esse Keto, meine Familie gar nicht. Deswegen, ich werde eine Keto-Ampel benutzen, um zu sagen, also es wird hier sein, um zu sagen, ob die Produkte, also es wird hier sein, sorry. Es ist um zu sagen, ob die Produkte sind rot, gar nicht Keto, weil dann ist es für meine Familie. Ob es ist Amber, also Orange in Frankreich, Gelb in Deutschland, weil das bedeutet, es ist okay in Maßen oder vielleicht Zutaten drin sind nicht sehr gesund und so. Und dann grün, total gut für Keto. Ja, also das ist jetzt mein Ziel und hier oben, wie immer, ich schreibe die Preise. So, wir können jetzt anfangen mit was ich habe gekauft. Ich kann jetzt euch zeigen. Wir fangen kurz mit die Getränke. Also, wir haben es gestern gekriegt, also wir haben schon ein paar Dinge gegessen oder getrunken und dann ich werde zeigen, leere Flasche oder leere Produkt, wie zum Beispiel hier diese Radler, das mein Mann hat probiert. Er hat 20 davon gehabt, also wir haben 20 in eine Kiste, ne, eine Kiste von 20 Flaschen. Dann es gibt das hier, diese Bluna Mix. Das ist eine Cola-Orange-Mix. Mein Mann hat 24 davon gekriegt. Und dann... Oh, oh! Hier ist das. Tada! Das ist mehr für mich. Das ist eine Mio Mio Cola Light, Cola Zero. Das ist mehr für mich. Es gibt 12 davon. Okay. Jetzt wir machen mit den tiefgekühlten Produkten. Ich habe jetzt weggemacht von meinem Tiefkühlschrank und ich mache mich Sorgen. Ich möchte gern, dass die gehen jetzt zurück. So, wir haben gefrorene Erdbeeren von die Marke Jeden Tag. Dann, das ist komisch, ich zeige jetzt nur eine Tüte, aber ich habe 4 davon gekriegt und ich dachte, ich hätte nur einen bestellt, aber nein, ich habe 4 bekommen und ich habe dann geguckt und ja, es war geschrieben 4, um ehrlich zu sagen, keine Ahnung, wie ich habe 4 bestellt davon, weil, keine Ahnung, aber ich muss sagen, die Website von Flaschenpost ist wirklich nicht optimal. Ne? Ich denke, sie brauchen ein bisschen es zu verbessern, weil wirklich es gibt, es ist nur, aber es geht, es funktioniert und das ist was Wichtigste. Ein anderes Produkt, wo ich habe 4 davon gekriegt und ich dachte, ich hatte nur einen bestellt, Mozzarella Sticks. Ja, also das war sehr komisch und dann ich hatte ein bisschen Angst, dass ich hatte nicht genug Platz und ich habe wirklich Tetris gespielt und ich habe es geschafft. Alles ist jetzt passt jetzt in meinen Tiefkühlschrank, aber dann ich habe keinen Platz mehr und ich wollte mir zum Beispiel Krabben kaufen in eine asiatische Laden und kann ich nicht, weil ich habe keinen Platz mehr. Okay, dann wir haben Kartoffelspalten gekauft. Hab eine Tüte von 750 Gramm. Und letzter Artikel, das muss in meinen Tiefkühlschrank zurückgehen. Backfischstäbchen. Tada! Okay, ich werde jetzt alles packen und ich komme zurück. Puh. Tetris gespielt und gewonnen. So, wir machen jetzt weiter mit Produkten. Die müssen zurück in meinen Kühlschrank gehen. So, ich habe einmal Biofeta bestellt. Ich kenne diese Marke gar nicht und ich hoffe, die wird gut. Die hat weniger als 0,5 Gramm Kohlenhydrat pro 100 Gramm. Das ist schon gut. Dann ich habe auch eine Grana Padano bestellt von einer Marke, die ich auch nicht kenne. Aber das ist gar kein Problem. Und dann ich habe Heuchelachs. Ich wollte ein anderer Typ Lachs auch bestellen, aber wahrscheinlich war es passiert und ich habe es nicht bekommen. Ich habe auch nicht Trauben bekommen, aber naja, passiert. Okay, ich packe jetzt alles zurück in meinen Kühlschrank. Das wird schneller gehen als für meinen Tiefkühlschrank. Bis dann.
Jetzt, wir können weitermachen und ich würde sagen, mit Obst und Gemüse zuerst. Ich bin ein bisschen enttäuscht wegen einem Artikel von Obst und Gemüse. Das ist mein Salat. Ich habe einen Kopfsalat bestellt und sie war schon so gestern. Ne? Also ich muss es in kaltes Wasser legen. Ich hoffe, es wird helfen, aber ja, das ist nicht gut. Tut mir leid, aber ne. Und sie war schon so gestern. Ich hatte schon ein Foto gemacht. Um zu zeigen, aber wirklich, sie war schon so gestern. Dann, ich habe einmal Rotpaprika. Einfach, lecker. Dann, ich habe eine Spitzkohl. Ich habe vor, es mit Guacamole in eine Suppe zu tun, aber mal sehen, ob ich es mache oder nicht. Und dann, hopp, ich habe 1 Kilo Möhren genommen. Ich habe vor, eine Teile von dieser Tüte zu abschnitten und in ein Glas mit kaltem Wasser in meinen Kühlschrank zu haben und dann die andere in eine Aschade Karotte zu tun. Das habe ich schon vorher gemacht. Es ist ein Prozess, um die Karotten, also um die Möhren zu fermentieren, und das ist so lecker und so kann ich es in Maßen essen. Deswegen hier die Farbe war sicher orange oder gelb. Für mich ist es orange, also gelb für euch, weil ja, Möhren in Maßen geht, aber in Maßen. Und dann, Birne, ich habe 1 Kilo Birne genommen. Und das haben wir gehabt, einfach weil wir haben wirklich viel bestellt, also wir haben viel bezahlt am Ende. Deswegen, wir haben gratis Orange bekommen. Also ich mag gar keine Orange, aber mein Mann mag die zu trinken und jetzt, wir haben einen tollen Mixer. Und er wird sich dann Orangensaft machen und für meinen Jungen, er mag einfach die zu essen. So, das war toll. Wenn ich habe gesehen, dass wir können das gratis bekommen, habe ich direkt gesagt, ja, wir nehmen es. Auch wenn ich hasse Orange, das ist gar kein Problem. Meine Familie mag die so. Pff. Und es geht nicht mit Keto-Orange. Ha, das ist meine Excuse jetzt. Okay. Ha. Genug mit Lärm, wir machen jetzt weiter. Dieses Produkt ist schon leer, weil wir haben es heute Abend gegessen. Ich habe ein paar Deutschländer gegessen. Mein Mann hat mir heute die Werbung gezeigt, wo die sagen, es ist eine Hälfte Frankfurter, eine Hälfte Wiener Würstchen und eine Hälfte Bockwurst oder so. Das war ganz süß zu sehen. Dann, wir haben Sour Cream gekauft. Ich hoffe, die ist immer noch gut, weil leider es war nicht in meinem Kühlschrank. Warum? Einfach, weil es war eine Tüte, wo es war Produkte, die normalerweise gehen nicht im Kühlschrank und ich hatte es verpasst. Ich hatte es nicht bemerkt. So, ich werde es jetzt im Kühlschrank bringen. Ich denke, es wird immer noch okay, weil bei uns ist es nicht sehr, sehr warm. So, es sollte okay. Mal sehen. Ich hoffe immer noch. Weiter mit Produkten, die sind ein bisschen Milch, Eier und so. Hopp. Ich habe Eier bestellt, 12 Mal. Sind die jetzt immer noch voll? Ich denke schon, ja. 12 Eier. Ab. Und dann, ich werde machen mit immer noch Milchprodukt und so. Ich habe Schlagsahne bestellt. Ich habe davon 6 bestellt, weil es war ein Rabatt. Ich denke 49 Cent und ich finde, das ist ein guter Preis. Ich denke, ich bezahle dafür bei Aldi 69 Cent. Und ich benutze wirklich ganz oft Schlagsahne. Und Werte Kohlenhydrat 3,2 Gramm Kohlenhydrat pro 100 Gramm ist schon okay, weil ich esse nicht 100 Gramm davon. Wenn ich benutze, ist es immer ein bisschen hier und so. Und ich finde es toll, weil es bringt mir Fett und ein bisschen Eiweiß. Und es bringt mir Fett. Und es hat einen tollen Geschmack. Okay, weil Fett ist wichtig für Keto. Weiter mit yep. Kokosnussmilch. Ich habe 2 davon genommen, Bio. Ich benutze das nicht so oft, aber es ist gut. Es bringt Geschmack in andere Typ Rezept. So, warum nicht? Und es ist ganz oft empfohlen für Keto. So, warum nicht? Wie viel Gramm Kohlenhydrat hat das? Es hat 4 Gramm Kohlenhydrat pro 100 Milliliter. So, ja, aber wenn ich benutze es, ist es ein großes Rezept und ich trinke nicht alles und das ist schon okay. Dann, ich habe einmal Tofu Rosso bestellt, also eine Bio-Tofu von die Marke Koro. Koro, ich höre davon wirklich viel, einfach weil eine, die YouTuber, also die ich wohl folge, eine Französin, liebt diese Marke, also sie ist auch sponsoriert, also sie hat einen Sponsor von dieser Marke und sie liebt es und ich muss sagen, es sieht ganz gut aus, aber sie ist auch vegan und so, ne? Die gehen wirklich ganz gut in diese Richtung von vegane Produkte und so. Als Snacks, ich habe
zweimal Macadamia-Nüsse bestellt, weil es war, finde ich, einen guten Preis. Und das ist ja für meinen Mann, für Snacks. Wir haben Hanuta bestellt. Ich habe gesehen, es war eine Rabatt, deswegen habe ich es auch genommen. Produkte, die einfach so zu essen sind. Ich habe das gefunden und ich dachte mir, ja toll, ich nehme es. Das ist ein Ketchup, ohne Zucker gemacht, es ist mit Erythrit gemacht und ich dachte mir, toll, ich nehme es direkt. Einzige Problem ist, dass hier ist geschrieben die Kohlenhydrate, aber die haben nicht geschrieben die mehrwertige Alkohol. Und Erythrit, das die haben benutzt als Zucker drin, ist ein mehrwertiger Alkohol und das bedeutet, dass die Kohlenhydrate zahlen nicht. Es ist keine richtige, es ist nicht in ein Totalkohlenhydrat, es ist nicht in ein, es ist in ein Totalkohlenhydrat, sorry, aber es ist nicht in ein Nettokohlenhydrat, es zahlt nicht, weil der Körper macht es weg. Und leider, die haben es nicht geschrieben, aber es ist wirklich in die erste Produkt, also es gibt zuerst Tomaten, Tomatenkonzentrat, dann Zwiebeln und dann kommt Erythrit. Und ja, deswegen, ich denke, es gibt viele Kohlenhydrate, die ist von Erythrit. Ich werde probieren, online die Info zu finden, aber ich finde das ein bisschen schade, weil es ist mir wert, diese Info zu kriegen. Aber naja, Keto ist noch nicht total bekannt in Deutschland. Also es ist bekannt, aber nicht sehr hoch bekannt. Deswegen, es gibt nicht alle Produkte dafür gemacht oder gedacht, wie in USA. Aber hey, immer noch, das ist toll. Ich möchte es gern probieren. Ich hoffe, es hat einen tollen Geschmack. Mal sehen. Dann, ich habe ein paar trockene Produkte bestellt und zu backen oder zu kochen oder so. Ich habe diese Milchreis bestellt. Ich möchte es gern probieren für meinen Jungen. Ich möchte gern sehen, ob es er mag. Dann, ich habe Linsen, weil ich habe bemerkt letztes Mal, wenn ich habe aufgehört, mein Keto zu tun, dass ich hatte keine Linsen mehr und Linsen sind toll. Um zu backen, ich muss kurz gucken, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich kann die benutzen für Keto oder nicht, aber ich habe Zitronensäure genommen. Es bringt ein Säure, das ist toll. Und dann, das ist für meinen Mann, Golden Toast. Und wir haben diese Berliner Supreme Espresso, Espresso Supremo Bio gekauft auch. Das ist ein Wahl von meinem Mann, weil er trinkt so viel Kaffee. Wir haben gerade eine super tolle Espresso-Maschine und er liebt das und es ist jetzt seine neue Hobby. Und ja, deswegen haben wir auch diese Kaffee gekauft. Ich denke, das war alles für die Produkte zu essen, von was ich sehe auf meinem Tisch. Und dann, ich habe meine letzte Artikel, ist nicht zu essen, es ist für meine Toilette. WC-Reiniger, ich habe 4 davon genommen von jedem Tag. Um ehrlich zu sagen, ich habe kurz probiert andere Produkte von dieser Marke letztes Mal und ich hatte es gern gemocht und ich dachte mir dann, ja, ich bestelle weitere Produkte von jedem Tag und mal sehen, ob die sind gut oder nicht. Okay, so, am Ende, ich habe so viel bezahlt. Das macht viel, aber es gibt Pfand drin. Müssen wir nicht vergessen, es gibt Pfand. Und ja, falls ihr habt dieses Video gemacht, über ein Like, ein Share, ein Comment, ein Abo, warum nicht? Ich würde mich dann wirklich sehr freuen und dass ihr habt schon dieses Video geguckt, es ist schon toll oder sie haben oder du hast, ich weiß nicht, wie ich muss es sagen, aber ich finde es schon toll. Vielen lieben Dank und ich bin jetzt fertig. So, ich sage jetzt Tschüssi. Und ich mache es ein bisschen lang für YouTube, so ich kann meine Liga hier und so haben. Tschüssi.